Herzlich willkommen zurück. So, wir haben den Polarfuchs in der letzten Folge zuletzt angeschaut. Dann kommt jetzt Karibus und Kleidung. Caribou was it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Ja, da sind wir wieder. Da ist mir gerade das Spiel kurz abgeschmiert. Habe jetzt auch die Auflösung vom Spiel von 4K auf 1080p wieder runtergestellt. Vielleicht kam der damit nicht so ganz zurecht, ich weiß es nicht. Vielleicht laufen die Videos dann noch ein bisschen flüssiger. So, Sila hat eine Seele. Sila is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Ich glaube, das war ein Video, das sollten wir eigentlich noch nicht gesehen haben. So, müssen wir hier weitermachen, weil, ne, ist leider abgestürzt. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Ja, den hatten wir schon mal, den Spruch. Das kommt mir bekannt vor. Ich hoffe, der hat auch gespeichert da, wo wir zuletzt waren. Okay, das kennen wir schon irgendwo, ja, ne? Oder? Weiß es gerade nicht. Dass wir es schon gemacht haben, ist jetzt nicht so wild. Machen wir es eben kurz nochmal. Es war jetzt auch nicht so geplant, dass das Spiel abstürzt. Ich
mir jetzt gerade gar nicht sicher, komm danach. Ja, das hatten wir schon. Aber ist jetzt nicht so wild, ist ja nur ein kurzes Stückchen. Dieser böse Mann. Das heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Ja, der Schneesturm kann. Was war das da gerade im Vordergrund? Da war noch gerade ein kleines Tierchen. Wie gesagt, der Schneesturm, der kann ja schlecht das Feuer entfacht haben, das muss ja beim Wesen sein. Hier runter? Oder? Wow, wow, nicht mit so viel Schwung. Hoppala, wow, wow, wow. Nicht zu weit, das könnte schmerzhaft werden. Rückenwind ist zwar toll, aber in manchen Situationen auch nicht so praktisch. Da muss Wölfi jetzt wieder. Warum sage ich immer Wolf? Das ist doch ein Fuchs. So. Kann Kleine auch darauf. Hi, Gwen, to Ding. Kalaktok in your room, I rock up quick. Der Eulenmann. Kanakoma, Ilishimanek, Pama. Ishumulaktok in the back, Sierra. Kanukitabra, Houndering a gipin. Kilautika piupko. Ikayogonera loik pin kimon, dein and nakek. Trommel will er haben. Hallo, ihr Eulchen. Hallo. Wollen wir mal weiter? Vielleicht finden wir ja sogar eine Trommel. Was haben wir da Neues? Das kennen wir schon. Dann können wir auch den Weg der Fallensteller noch anschauen. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuyak. We do a day of travel, and then we'd make an apuyak,
The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat. And then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubarg. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away whilst kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother. And then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Eine Armbanduhr hatten sie bestimmt auch noch nicht. Der Herzschlag der Gemeinschaft. Drama is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still a recognition of life and vitality, and the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Da rastet er total aus und macht den Stock kaputt. Ich glaube es nicht. So. Schon weiter hier. Füchschen, wir müssen rauf. X ist da. Hopp, hopp. Wer ist das? Wer sind die? Die lachen uns aus, habe ich das Gefühl. Komm, kann ich da? Was? Warum stolpert er nach hinten? Oder sie? Hoch. Oh, oh, oh. Da war eine Eule. Aber ich wollte doch noch zur Eule. Begreifen und bewegen. Mit Nuna, okay. Genau, setz dich da mal drauf, damit es noch leichter wird. So, Büchschen. Schieben geht nicht, okay. Lass uns mal das Seil herunter. Vielen Dank. Ashi, eine Blüte, Schöner.
Das ist ein Oh. Lauf, lauf, kleines Mädchen, lauf. Nein. Wir waren zu langsam, wir hätten vorher reagieren sollen. Direkt mal los. Nein. Der arme Fuchs. Ach, der schmeißt immer genau auf unseren Kopf. So, jetzt aber. Wo sind wir? Lauf, lauf, Fuchs, lauf. Lauf, 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 lauf. Muss auch reichen. Na du? Ja, hau bloß ab, du. Gib mir die Trommel. Ja, wir haben die Trommel des Eulenmanns gefunden. Ja, nee. Füchschen muss ja erstmal raufkommen. So. Man kann schon mal das Seil herunterlassen. Dann hau ruck. Dann können wir rauf. Mit Trommel im Gepäck. Was mag das wohl sein? Bekommen wir was und... Ich bin noch nicht mal gesagt was. Das ist aber nett. Eine Bola. Kleine... Ja, das haben wir nicht gekriegt. Schade. The bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise, so you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bola was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Ja, eine Bola. Praktisch. Bestimmt da, wo ich zu der Eule rüber hüpfen wollte. Hätten wir das bestimmt bekommen, aber da wir da einfach abgerutscht sind, haben wir es leider nicht bekommen. Schade eigentlich. Vielleicht können wir da ja auch nochmal hin. Ich glaube aber nicht. Kommt der Fuchs da nicht alleine rauf? Ich glaub's nicht. Da ist die Eule. Nein.
Nein, das darf nicht sein. Ich wollte doch noch zur Eule. Rechts zielen. Hä? Aber ich will doch nach da oben. Hä? Noch daneben, ich glaube nicht. Oha. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ah ne, doch nicht. Ich will den Eintrag da haben. Das ärgert mich schon ein bisschen. So, hier rauf. Wölfchen am besten auch. Füchschen, sorry. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wolf hab, aber... Ich meine Fuchs natürlich. Da speichert der und wir machen hier ein kurzes Folgenpäuschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.